Seit Jahrhunderten werden berühmte Bauten weltweit von Archäologen und Historikern erforscht. Dank neuester Lasertechnologie können diese Bauwerke jetzt erfasst und auf eine Weise erkundet werden, wie es mit bloßem Auge niemals möglich wäre. Erstmals haben wir die Chance, einige alte Baugeheimnisse zu lüften. Diesmal beschäftigen wir uns mit Jerusalem. Boah, seht euch das an! Wow! Wir wollen wissen, wie König Herodes eines der größten Bauwerke der damaligen Zeit schuf. Und wir wollen die Geheimnisse eines von Menschen errichteten Berges enthüllen. Jerusalem, die heilige Stadt der Juden, Christen und Muslime. Diese Stadt ist geprägt von tausenden Jahren Geschichte, Politik und Konflikten. Aber auch Standort einiger der außergewöhnlichsten Bauwerke. Wir sind nach Jerusalem gekommen, um zwei Bauwerke der antiken Welt zu erforschen. Dies ist der Tempelberg. Hier findet sich das vielleicht ehrgeizigste Bauprojekt des Heiligen Landes. Denn vor Christi Geburt war es das größte Bauwerk der römischen Welt. Was selbst Experten überrascht, es hat 2000 Jahre überdauert, ohne dass Erdbeben und Kriege ihm etwas anhaben konnten. Ein Geheimnis, das wir lösen wollen. Könnten wir heute noch so etwas bauen? Mit Sicherheit eine große Herausforderung. Und dann Herodium, ein opulenter Vergnügungspalast, erbaut auf einem künstlichen Berg. Mit diesem Berg haben die alten Baumeister die Landschaft vollständig verändert. Nirgendwo sonst auf der Welt sieht man solche von Menschen geschaffenen Berge. Wir sind hierher gekommen, um die Geheimnisse dieser Gebäude zu erforschen und um den Mann hinter ihrer Schöpfung zu verstehen. König Herodes. Berühmt wegen der Ermordung der Neugeborenen, wie in der Bibel berichtet wird. Sein rücksichtsloser Ehrgeiz trieb ihn dazu, zwei der beeindruckendsten Ingenieurleistungen zu schaffen. Wir wollen herausfinden, wie er das schaffte. Und wollen die Geheimnisse hinter den Bauwerken lüften. Wie konnte der Tempelberg mehr als 2000 Jahre überdauern? Welche Technik verwendete man? Und wie schafften sie es, den künstlichen Berg Herodium aufzuschütten? Der mobile Laserscanner tastet Objekte mit einem feinen Lichtstrahl ab, um sie punktgenau zu vermessen. Die Technologie in diesem Kasten verleiht unseren Experten nahezu einen Röntgenblick. Über 1 Milliarde Messdaten werden zu einer sogenannten Punktwolke zusammengesetzt. So entsteht eine erstaunliche 3D-Ansicht, mit deren Hilfe Millionen Tonnen schwere Gebäude virtuell erfasst und abgebildet werden. Anhand dieser Daten lassen sich präzise Messungen vornehmen und die Geheimnisse der Vergangenheit entschlüsseln. Entscheidend bleibt dabei immer die Interpretation der Daten. Und wir können das dank des vielleicht besten Statikers der Welt, Steve Burrows. Steve Burrows hat so weltberühmte Bauwerke geschaffen wie das Pekinger Vogelneststadion, die Allianz Arena in München und Manchesters Etihad-Stadion. Wann immer ich etwas schaffe, möchte ich darauf stolz sein. Ich möchte etwas der Welt hinterlassen. Man soll sagen, dieser Ingenieur hat etwas gebaut, das ewig Bestand hat. Und er wollte schon immer die großen technischen Geheimnisse der Vergangenheit erkunden. Jetzt gibt es die Möglichkeiten,
genau das zu tun. Steve Burrows und sein Laserscanning-Team wollen herausfinden, wie gut die alten Erbauer wirklich waren. Wie konnte König Herodes solche gewaltigen Bauwerke errichten? Das Unternehmen beginnt in Jerusalem mit Herodes berühmtestem Bauwerk, der großen Mauer des Tempelberges. Der erste Eindruck ist die enorme Größe dieses Ortes. Was wir sehen, ist eine 4000-jährige Bautätigkeit an einem Ort. Und es ist wirklich schwierig festzustellen, womit alles anfing. Wo wurde der erste Stein tatsächlich verbaut? Vor Tausenden von Jahren gab es hier einen Berg, auf dessen Gipfel man betete und Opfer darbrachte. König Herodes beschloss, einen spektakulären neuen Tempel auf dem Gipfel des Berges zu errichten. Eine gigantische Plattform, die sich über die Bergspitze hinaus erstrecken würde. Vier gewaltige Mauern, die man mit mehr als 1,5 Millionen Kubikmetern Erde verfüllen musste. Der fertige Tempelkomplex war so gewaltig, dass man heute 20 Fußballfelder darin unterbringen könnte. Herodes Tempel ist heute verschwunden. Die Römer zerstörten ihn. Und 700 Jahre später wurde dort der Felsendom erbaut. Die Mauern, die dies ermöglichten, sind bis heute erhalten. Diese Mauer ist mehr als 10 Stockwerke hoch. Sie ist mehr als 6 Meter dick. Und zudem ist jeder einzelne Stein absolut perfekt verbaut worden. Alles, was wir hier sehen, ist absolutes Kunstwerk. Mit zum Spitzenteam gehören Katie Simon, Adam Barnes und Malcolm Williamson vom Zentrum für Advanced Spatial Technologies. Wir werden einige Geheimnisse lüften können. Damit schaffen wir, woran andere Methoden bisher scheiterten. Zunächst wird Malcolm Williamson einen Langstreckenscan durchführen, um uns damit einen Überblick zu verschaffen. Katie Simon und Adam Barnes werden die Wände mit einem Scanner mit höherer Auflösung untersuchen. Die Steine selbst können Hinweise für die Dauerhaftigkeit der Mauern liefern. Dabei dauert es nicht lange, bis die Daten erhoben sind. Unglaublich präzise Einzelscans. Jeder einzelne Scan enthält Millionen von Referenzpunkten. Der Scanner fängt einfach alles ein, sogar die vorbeifahrenden Autos. Das Team muss zunächst alle Mauern untersuchen und setzt dann die Ergebnisse in einem Analysemodell zusammen. Währenddessen will Steve die Belastungen der Mauern untersuchen. Dabei stellt er erschrocken fest, wie stark die Mauern angegriffen sind. Das hier ist ein interessanter Teil der Mauer. Die Belastung der Mauer ist schon an der Oberfläche zu erkennen. Hier sehen wir riesige Risse, verursacht durch die enormen Kräfte, die auf die Mauer wirken. Wahrscheinlich seismische Kräfte. Denn bei einem Erdbeben beobachtet man zwei Wellen. Die erste ist die P-Welle. Sie kommt schnell, kommt zuerst und rast wie ein Schnellzug in die Mauer. Eine gewaltige Kraft, die in sie hineinstößt. Aber dann ist es vorbei. Die zweite Kraft ist die S-Welle. Die S-Welle ähnelt einem Ozean. Eine langwellige Welle, die Dinge auf- und abtreibt. Diese Risse sind entstanden, weil ein Teil des Steins nach unten gedrückt wurde, während die andere Hälfte angehoben wurde. Eine gewaltige Kraft, die diese 5 Tonnen schweren Steine in zwei Hälften gerissen hat. Man kann den Schaden gut erkennen, den sie entlang der Mauer bis nach unten angerichtet hat. Tatsächlich haben mehrere große Erdbeben die Mauern des Tempelbergs erschüttert. In der Bibel steht geschrieben, dass sie so gewaltig waren, dass die Erde erbebte und sogar Felsen gespalten wurden. Das ist die technische Basis. Sobald die Scan-Daten erhoben sind, können wir mit der Auswertung der Daten beginnen und ein 3D-Modell des Tempelberges erstellen. Das ist grandios. Jede Menge Daten. Wirklich gut. Wir können die Risse zwischen den Steinen untersuchen und die Besonderheiten der Steine entschlüsseln. Ja, darauf sollten wir uns konzentrieren. Mit dem Scanner kann Steve auch winzige Details erkennen und ausmessen, wie genau die Erbauer arbeiteten. Und er hat durch die Scans etwas Ungewöhnliches an den Mauern bemerkt.
Moderne Mauern werden in eine Richtung gebaut. Diese scheinen stattdessen nicht gleichmäßig ausgerichtet zu sein. Ein Fehler oder Absicht? Wir stehen hier vor der Südostwand. Man kann die Details der Steine erkennen. Diese hier ragen ein wenig mehr heraus. Die Daten zeigen, dass die Steine der Mauer nicht senkrecht von oben nach unten gesetzt wurden. Für Steve ist das aber kein Fehler, sondern vielmehr der erste Hinweis für die bemerkenswerte Langlebigkeit der Mauer. Er beschließt, mit dem Laserscan den Rand der Wand auszumessen. Ergebnis? Sie sind in einem 12-Grad-Winkel versetzt. Für Steve eine bewusste technische Entscheidung. So drückt die Mauer mit ihrem eigenen Gewicht nach hinten, um so den enormen Druck des Tempelberges aufzufangen. Eine clevere Konstruktion, die die Stabilität erhöht. Sie haben Stein für Stein leicht nach hinten versetzt. Ja, genau. Jeder Verlauf ist 5 bis 10 Zentimeter zurückgesetzt. Damit werden die Kräfte im Bauwerk verteilt. Wenn man weiß wie, dann hält es eben länger. Bis jetzt wurden die östlichen und südlichen Wände gescannt. Für genauere Resultate muss auch der am besten erhaltene Bereich der Konstruktion untersucht werden. Die westliche Seite. Die wurde noch nie zuvor erforscht, denn dieser Bereich ist der heiligste Ort der Juden, besser bekannt als die Klagemauer. Zwar war ich noch nie hier, aber ich bin mir über die Bedeutung des Ortes bewusst. Wir brauchen weitere Informationen, die uns helfen, den Komplex zu entschlüsseln. Ich freue mich auf das, was wir finden werden. Eine sehr sensible Stelle. Aber die Wächter der Klagemauer haben unserem Team für einige Stunden einen speziellen Zugang gewährt. Allerdings ist das für eine Mauer in diesen Ausmaßen ein unglaublich enger Zeitrahmen. Das ist unglaublich. Wir haben nie gedacht, dass wir hier sein werden. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Es ist ein toller Aussichtspunkt für die Wand. Das erfüllt meine höchsten Erwartungen. Während Malcolm und Adam mit der Arbeit beginnen, möchte ich mir diesen heiligsten aller Orte aus der Nähe anschauen. Dies ist die westliche Mauer, manchmal auch Klagemauer genannt. Und tausende von Juden aus aller Welt kommen hierher, um zu beten. Sie können all diese kleinen Stückchen Papier sehen, wo Menschen ihre Gebete niederschreiben und sie tief in die Ritzen drücken. Sie wird die Klagemauer genannt, denn seit Jahrhunderten haben sich Juden hier versammelt, um an ihrer Basis zu beten und den Verlust des jüdischen Tempels zu beklagen, der hier stand. Dies ist der heiligste Ort im Judentum. Während das Technikteam den Scan beginnt, wollen Steve und ich mehr von der westlichen Wand erkunden. Es hat sich gezeigt, das, was an der Oberfläche zu sehen ist, ist nur die halbe Wahrheit. Die Ausgrabungen legten einen versteckten Teil der Mauer frei, der sich weit unterhalb des heutigen Bodenniveaus fortsetzt. Die ursprünglichen Straßen von Jerusalem. Hier wird Herodes Ehrgeiz noch klarer. Sehen Sie sich das hier an. Gott, der Allmächtige. Sehen Sie diese enorme Größe der Steine. Ein einziger riesiger Stein, über 4 Meter hoch und 14 Meter lang, von Herodes Männern aufgestellt. Hier beginnt der Stein, ein massiver Block, der von hier bis dahin reicht. Dieser riesige Block könnte der Schlüssel zum Verständnis der unglaublichen Ingenieurkunst von Herodes Baumeistern sein. So etwas damals vom Steinbruch hierher zu transportieren, scheint unvorstellbar. Ich bin mir nicht sicher, ob es heute Kräne gibt, die etwas von diesem Gewicht bewegen können. Es ist interessant zu berechnen, was er tatsächlich wiegt. Unglaublich, dass sie den damals nur mit menschlicher oder tierischer Arbeitskraft bewegt haben. Man kann sich das wirklich nicht vorstellen.
Zudem scheint er auch noch ganz präzise verbaut worden zu sein. Wir sollten das scannen, schauen, ob er vertikal ausgerichtet ist. Sehen Sie, wie er mit den anderen horizontal zusammenpasst. Riesig und doch perfekt verbaut. Eine außergewöhnliche Ingenieurleistung. Während das Team den riesigen Stein scannt, taucht die Frage nach der Herkunft dieses Brockens auf. Der Archäologe Guy Stiebel soll uns dabei helfen. Cool. Hier herunter. Wir folgen den Spuren der damaligen Arbeiter von vor 2000 Jahren. Geht es immer noch weiter? Ja, es ist riesig. Der historische Pfad führt an den Ort, von dem, so meint Guy, die Steine für die Mauern Jerusalems herkamen. Okay, du zuerst. Wow, das ist unglaublich. Schau, als wären diese Felsen erst gestern bearbeitet worden. Das liegt daran, dass sie vor dem Wetter komplett geschützt waren. Sieh dir das an, das sind Meißelspuren. Die Meißelmarken, man kann diese Linien sehen. Hier ist einer der Steinbrüche von König Herodes. Tief unter der Erde erstreckt sich eine einzigartige Kalksteinschicht, die ideal für den Bau war. Seine Ingenieure brachen Zehntausende der riesigen Steine für die Mauern und hinterließen einen Komplex von Tunneln und Höhlen. Wie lange hat es gedauert, nur einen davon herauszubrechen? Wie viele Leute brauchte man dafür? Tatsächlich können zwei Männer innerhalb von 15 Minuten einen solchen Stein herausbrechen. 15 Minuten? 15 Minuten, wenn man Übung hat. Wie um alles in der Welt schafft man das in 15 Minuten ganz ohne Maschinen? Das ist nur mit einem... Nein, wir sprechen von Hämmern, Vorschlaghämmern. 15 Minuten? Vorschlaghämmer und Eisenstifte, das war's schon. Man muss den Stein kennen und wissen, wo man einen großen Block herausbrechen kann. Dies ist die antike Art des Steinbruchs. Statt Bagger und Presslufthämmer zu benutzen, arbeiteten Herodes Männer mit einfachen Werkzeugen und Muskelkraft, um den Stein herauszubrechen und anschließend abzutransportieren. Für die größeren Steine, von denen einige viele hundert Tonnen wogen, benutzten Herodes Männer ein einfaches Gefährt, ein Holzbalken als Achse, an den sie riesige Räder montierten. So rollten sie sie einfach nach Jerusalem. Das Erste, was einem auffällt, ist die riesige, enorme Größe der Steine. Alle riesig. Ein typischer Stein wie dieser hier ist ungefähr 1,8 Meter lang und 90 Zentimeter hoch. Wie dick, können wir nicht sagen, aber er muss wenigstens 5 Tonnen wiegen. Massive Steinbrocken also. Wie konnten sie die anheben und dann einbauen? Herodes Männer haben dafür eine geniale Technik entwickelt. Kräne gab es keine. Sie schafften es mit riesigen Antriebsrädern, die von Menschen im Inneren bewegt wurden. Über ein System von Flaschenzügen konnten sie genug Kraft aufbringen, um die Steine an Ort und Stelle zu hieven. Bleibt die Schwierigkeit, wie sie diese Steine dann richtig positionierten. Mal sehen, ob wir einen guten Beobachtungspunkt finden. Könnt ihr was sehen? Da vorne endet der Stein und da ist die Fuge. Die horizontalen Fugen sind alle gefüllt. Überall ist das so. Ich glaube, sie haben diese Steine angehoben und dann auf diese Fuge geschoben. Und hier kann man erkennen, womit sie die Reibung minimiert haben, damit die Steine übereinander gleiten können. Steve glaubt, dass mit einer speziellen Gleitmethode die Ingenieure es damals schafften, riesige Blöcke von 100 Tonnen mit größter Genauigkeit zu positionieren. Zurück in der technischen Basis. Das Team setzt die Scans zusammen. Für Steve ist vor allem die Größe der Blöcke für die Stabilität der Mauern entscheidend. Und es muss ein noch gewaltigerer Block im Fundament versteckt sein. Die Daten im Computer aufgearbeitet, legen die Dimensionen dieses Steins offen. Dadurch kann Steve sein Gewicht berechnen. So,
Wir haben hier das Volumen und können so sein Gewicht berechnen. Dafür müssen wir es mit der Dichte multiplizieren. Ein Stein wie dieser hat eine Dichte von etwa 2,4 Tonnen pro Kubikmeter. Damit erhalten wir das Gewicht des Blocks. Und die Ergebnisse sind überwältigend. Die Berechnungen deuten darauf hin, dass der riesige Stein 301 Tonnen wiegt. Er ist riesig, über 300 Tonnen, einfach unglaublich. Jetzt können wir die Dimensionen wirklich begreifen. Wie viel wiegt ein Auto? Wenn man es so betrachtet, erahnt man die Dimensionen. Vielleicht 2 Tonnen. Man müsste also 150 Autos übereinander stapeln. In einem kompakten Brocken. Nur ein Stein und der wurde bewegt. Die Verwendung solcher gigantischen Blöcke ist ein Vorteil, aber zugleich auch ein großes Risiko. Ihr enormes Gewicht verleiht den Wänden zwar Stärke, aber wenn man sie nicht perfekt symmetrisch platziert, gibt es eine Katastrophe. Wenn sie verrutschen, können gewaltige Kräfte die ganze Mauer zum Einsturz bringen. Wir sollten die Fugen genauer untersuchen, denn es ist ganz entscheidend, wie breit sie sind. Für Mauern, die Erdbeben und Jahrtausende überdauert haben, dürften es nur wenige Zentimeter Verschiebung sein. Ist es möglich, dass die alten Ingenieure eine solche Meisterleistung nur mit Muskelkraft und Augenmaß schafften? Wir hoffen, dass unsere Laserscans dies beantworten werden, da Steve millimetergenaue Messungen der Steine vornimmt. Wir werden die Höhe messen. 23,787 Meter auf der rechten Seite und auf der linken 23,79. Oh mein Gott. Meine Güte. Kannst du das glauben? Über die gesamte Länge der Wand gibt es nur Millimeterversatz. Das ist 1 Zentimeter auf 40 Meter. Genau. Unglaublich. Die Wände sind nicht nur glatt, sondern mit erstaunlicher Genauigkeit gebaut worden. Die alten Baumeister haben es geschafft, sie entlang dieser langen Strecke fast genau auszurichten. Könnten wir so bauen? Ja. Wie haben sich Steine dieses Ausmaßes bis heute kaum verschoben? Eine große Frage. Diese Steine wurden von Hand gebrochen, nicht maschinell bearbeitet. Da muss man clever sein und Kraft haben. Denk daran, dass sie seit 2000 Jahren stehen und selbst Erdbeben überdauert haben. Erstaunlich. Der Boden hat sich gesenkt. Tatsächlich. Durch die Zeiten kaum verändert. Absolut fantastisch. Ja, wirklich. Aber das ist noch nicht alles von diesen Baumeistern. Wir haben zahlreiche Beweise für Herodes Ehrgeiz gesehen. Aber wenn wir diesen Mann wirklich verstehen und wissen wollen, wozu er fähig war, müssen wir Jerusalem verlassen und tiefer ins Heilige Land vordringen. Herodes war davon besessen, zu imponieren. Er baute die riesigen Mauern des Tempelbergs, um den Berggipfel zu verändern. Aber das reichte ihm nicht. Er wollte mehr erreichen. Er wollte einen eigenen Berg bauen. Fünfzehn Kilometer südlich der heiligen Stadt Jerusalem liegt Herodium, mitten in der Westbank, ein hochsensibler Ort. Ein Land, um dessen Besitz seit Jahrzehnten gekämpft wird. Viel davon ist unfruchtbare Wüste, unberührt seit der Zeit Christi. Aber auch ein Ort der erstaunlichen Ingenieurkunst des Herodes. Ist es das? Oh mein Gott, das ist echt cool. Schauen Sie aus dem Fenster. Das sieht fast aus wie Devil's Tower in Wyoming, wenn Sie jemals die unheimliche Begegnung der dritten Art gesehen haben. Wir haben Jerusalem in Richtung Westjordanland verlassen. Und da ist Herodium. Ein Palast, eine Festung, die Herodes für sich selbst bauen ließ. Die werden wir jetzt genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht verstehen wir den Mann dann besser. Dies ist ein Meilenstein in Herodes Baugeschichte. Denn hier bei Herodium beschloss Herodes, sich einen eigenen Berg zu bauen. Es erscheint jetzt eher wie ein Hügel, aber der Schein trügt. Dieser Berg wurde von Menschenhand gemacht.
Und man findet immer noch die Überreste des unglaublichen Palastes, der einst darauf stand. Im Innern von Herodesberg versteckt sich sein Geheimnis. Zum ersten Mal werden hier Laserscans durchgeführt. Wow. Er ist riesig. Ziemlich beeindruckend. Auf dem Gipfel dieses Berges befindet sich die Palastfestung. Dank historischer Hinweise können wir Reichtum und die Dimensionen des Palastes rekonstruieren. Er wurde als Zeichen seiner Macht erbaut. Früher 5 Stockwerke hoch mit riesigen Türmen, Badehäusern und prunkvollen Räumen. Er verfügte sogar über einen tropischen Garten. Herodes versetzte tatsächlich Berge, um den Palast seiner Träume zu errichten. Dies ist eine außergewöhnliche archäologische Stätte. So etwas habe ich noch nie gesehen. Erstklassig. Es wird ein Abenteuer sein, hier zu scannen. Vielleicht können wir auch hier dank der Lasertechnik die Rätsel von Herodes Palast lüften. Es gibt 2 große Fragen, auf die wir Antworten suchen. Erstens, wie haben Sie den Berg in diesem Winkel auf der Spitze des Hügels errichtet? Zweitens, wie haben Sie sich täglich mit Wasser versorgt? Diese Stätte wurde vor Jahrzehnten ausgegraben. Damals schon warf sie zahlreiche Rätsel auf. Auch die Frage nach dem Grab des Herodes. In den nächsten Tagen werden wir hoffentlich einiges klären können. Herodes entschied sich, eine Festung mitten in der Wüste zu bauen, aufgrund eines Sieges. Er würdigte ihn mit Herodium. Große Mengen von Erde wurden auf einen vorhandenen Hügel aufgehäuft, um so einen künstlichen Berg zu schaffen, der sich in einem unnatürlichen Winkel erhebt. Herodes baute eine Festung auf die Spitze des Berges. Heute ist sie verschwunden. Aber der Berg dominiert immer noch die Landschaft. Wir können hier erkennen, wie der Berg tatsächlich konstruiert wurde. Hier eine Reihe von Schichten, große Felsen, die mit kleinen Steinen durchsetzt sind. Sie haben das Material nicht einfach wahllos aufgehäuft, sondern alles sorgfältig geplant. Zunächst sortiert man das Gestein nach unterschiedlichen Größen. Anschließend verbaut man größere Steine in einer Schicht und kleinere in einer anderen. Dadurch verdichten sich die letzteren. Dies kann man als künstlichen Boden bezeichnen. Dadurch wird eine höhere Stabilität erreicht. Also, wenn man etwa eine Sandburg bauen will, dann wird der Sand auch komprimiert und hart. Und sie haben damals das Gleiche gemacht. Sie komprimierten und verhärteten damit das Material. So wurde sogar dieser sehr steile Winkel am Berg möglich. Schauen Sie, was ich hier gefunden habe. Diese riesigen Holzstücke hat man überall auf dem Berg gefunden. Sie waren in die Mauern verbaut. Mir wurde gesagt, dass diese riesigen Holzstücke Teil eines Erdbebensicherheitssystems für Herodes Festung waren. Aber ich glaube das nicht. Weil sie überall auf dem Berg zu finden sind und eigentlich fest in die Wände eingebettet sind, hatten sie vor allem ein Ziel: das Material zu verbinden. Also den künstlichen Berg mit dem ursprünglichen Hügel. An dieser Verbindungsstelle würde ein Rutsch stattfinden. Hier würde das Material versuchen, den Hügel hinabzurutschen. Und dagegen taten die Römer Ähnliches, was wir heute auch noch tun. Man muss die beiden Schichten miteinander verbinden. Das ist reine Widerstandsfähigkeit. Ein Mittel, um den neuen Berg tatsächlich auf den alten Berg aufzusetzen. Und das ist auch der Grund, warum all dieses Material so senkrecht stehen kann, ohne ins Tal hinabzurutschen. Es ist nicht nur eine brillante strategische Festung, sondern auch ein Ort von großem Luxus. Vielleicht so etwas wie ein antikes Penthouse. Hier ist ein Badehaus. Und diese unglaubliche Kuppel. Das ist das israelische Militär, das über uns hinwegfliegt. Diese Kuppel ist in wirklich guter Verfassung.
Und das sind deine Wohnräume. Das wäre dein Wohnzimmer. Und um Ihnen zu zeigen, wie luxuriös es wäre, schauen wir uns die Details einiger Säulen an. Exquisite Schnitzereien, absolut fantastisch. Und hier unten, das wären ein Garten und ein Hof mit Pflanzen. Ein wunderbarer Platz im Freien. Imposanter als die Größe des Palastes bleibt das Ausmaß des Berges, den Herodes dafür schufen ließ. Das Problem ist, mit welcher Ingenieurleistung konnte Herodes den Berg erbauen? Wie hat er das geschafft? Das sind eine ganze Reihe technischer Schwierigkeiten. Erstens, wo hat er das Material her? Zweitens, wie hat er es wirklich gemacht? Die aktuelle Theorie besagt, dass man das Material von dort abbaute und hier aufhäufte. Aber ich glaube das nicht, denn das ist technisch sehr schwierig. Warum sollte man es erst den ganzen Weg bergab transportieren, um es dann wieder ganz nach oben zu schaffen? Das ist eine Menge Arbeit. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Ingenieur und den Daten der Laserscanner glaubt Steve, dass er diese Frage jetzt beantworten kann. Und die Ergebnisse haben es in sich. Es sieht fast aus wie ein Vulkan, oder? Einfach toll, dass wir jetzt zoomen, herumfliegen und ihn aus verschiedenen Winkeln betrachten können. Diese Ansicht erlaubte Steve, die bestehende Theorie über die Konstruktion Herodiums in Frage zu stellen. Man kann erkennen, wie steil der Hang ist. Ich glaube, dass diese beiden Gipfel, also dieser Hügel und der andere, früher miteinander verbunden waren. Man hat das Tal darum weggegraben und fertig war der Berg. Allerdings ist ein Palast nur gut, wenn man dort auch wohnen kann. Und in den Wüsten Judäas zählte nur ein kostbares Gut: Wasser. Wie versorgte Herodes Herodium mit ausreichend Wasser? Ein Hinweis darauf könnte sich unter dem Palastboden finden. Und wieder setzen wir unseren Scanner dafür ein. Wir gingen diese Stufen hinunter und durch diesen Tunnel. Wir wanderten tatsächlich herum. Eine Art Entdeckungsreise in den Berg hinein. Diese Tunnel führen tief unter die Erde, viele Meter unterhalb des Palastbodens. Wir hoffen, den richtigen Ort für den Scanner zu finden, um zu zeigen, wie Herodes Wasser mitten in der Wüste finden kann. Oh, sieh dir das an, sieh dir das an. Das ist alles wasserdicht. Das ist nur ein großer Wasserspeicher, oder? Ja, ein großer Wassertank. Schau dir das hier an, Steve, schau mal. Diese riesigen Höhlen sind von Hand in den massiven Felsen gebaut worden. Die wasserdichten Putzarbeiten zeigen, dass sie sowohl Wasser auffangen als auch speichern können. Das ist riesig, oder? Schau dir die Tiefe an. Das ist riesig, mein Gott, schau. Hier konnte man viele tausend Liter Wasser speichern, permanent. Du denkst also, das war im Grunde nur eine große Zisterne. Mit all ihrer Ingenieurskunst schufen Herodes Männer diese riesigen Speicher. Nachdem sie die Räume gebaut hatten, bedeckten sie die Wände mit einem speziellen Gips, das den Felsen abdichtete. Die Zisternen von Herodium sind eine technische Meisterleistung. Aus massivem Fels gehauen, bildeten sie die Lebensadern des Palastes. Nur woher holte Herodes das Wasser für die Zisternen? Wie hat er in einer Region, in der es nur etwa 10 cm pro Jahr regnet, solche Zisternen gefüllt? Wir haben unser Team beauftragt, die gesamte Länge dieser Tunnel zu scannen. Steve hofft, dass die Daten ihm helfen, die Fragen zu klären. Sie haben bemerkenswerte Arbeit geleistet. Denn jetzt können wir die Scans der Oberseite mit denen der Außenseite des Berges kombinieren. Damit erreichen wir eine komplette 3D-Visualisierung. Steve versammelt das Team in der technischen Basis. Jetzt können Sie die Daten aus dem Berginneren sehen. Damit kommen die Dimensionen der Zisternen zum Vorschein. Was bisher ausgegraben wurde, könnte genug Wasser enthalten, um damit ein olympisches Schwimmbad zu füllen. Es ist fast wie eine Röntgenaufnahme des Berges. Wunderbar. Ja, genau das ist es.
Die Möglichkeit, innere und äußere Scans zusammenzubringen, zeigt zum ersten Mal, wo genau die Zisternen im Berg sitzen. Sie liefern den Schlüssel der Baukonstruktion. Steve meint, dass die Zisterne so tief unten lag, weil sie als Auffangbecken entworfen wurde. Darin sollte jeder Tropfen Regenwasser gesammelt werden. Und zwar wurde schon während der gesamten Bautätigkeit gesammelt. Ich denke, man baute zuerst die Zisternen. Dann haben sie den Wasserabfluss vom Berg gesammelt. Alles Wasser floss dann zusammen ins Reservoir. Erstaunlicherweise baute Herodes nicht nur eine Zisterne. Archäologen haben insgesamt 4 entdeckt und glauben, dass es noch 8 weitere in dem Berg geben könnte. Millionen Liter frisches Wasser, das ganze Jahr über mitten in der Wüste verfügbar. Als Herodes dann einzog, war viel Wasser vorhanden. Genug Wasser zum Baden. Für das Trinkwasser gab es wahrscheinlich spezielle Zisternen. Dieses Wasser jedoch war für den täglichen Gebrauch in den Gärten bestimmt. Ich meine fast, wir schlüpfen in Herodes Haut und fangen tatsächlich an zu verstehen, was er dachte. Ja, genau. Die Scans zeigten, was der Berg Herodes und den Mitbewohnern während ihres Lebens bot. Aber Herodes lebte nicht nur dort, sondern er wurde auch in Herodium begraben. Nach jahrzehntelanger Suche fanden die Archäologen 2007 Herodes Grabstätte unmittelbar neben dem Berg. Kann auch das Grab etwas über seine Bauambitionen aussagen? Herodes Leben war erfüllt von Dramen. Ironischerweise stand das Mausoleum, das er für sich selbst baute, nur 70 Jahre lang. Dann wurde es zusammen mit dem, was man für seinen Sarkophag hielt, zerstört. Dies ist eine fast vollständige Rekonstruktion von Herodes' Sarkophag. Sie können die eigentlichen Originalstücke sehen. Aber als sie es fanden, war es in Tausende und Abertausende von Stücken zertrümmert. Das sagt einiges darüber aus, was die Menschen damals von Herodes hielten. Die Archäologen fanden aber noch mehr als nur Herodes Grab. Während der Ausgrabung fand man ein bemerkenswertes Geheimnis. Ich treffe den Archäologen Orin Gutfeld, um mehr darüber zu erfahren. Nachdem wir den Bereich der Ausgrabung erweitert hatten, stellten wir fest, dass es viele Bauwerke gab, die auf Herodes zurückgehen. Wir setzten die Ausgrabungen also fort und entdeckten mehr und mehr frühere Bauwerke, wie ein Badehaus, Lagerhäuser, sogar ein Theater. Was Urn und die anderen Archäologen entdeckten, war ein reich verziertes Theater, ein Empfangsraum und ein luxuriöses Badehaus, alle von Herodes gebaut. Mysteriöserweise in perfektem Zustand erhalten, begraben unter tausenden Tonnen von Schutt. Zum ersten Mal seit 2000 Jahren hat Orens Grabung einige dieser Gebäude ans Licht gebracht. Sieh dir das an, diese wunderschönen Fresken. Zwar sind sie beschädigt, aber immer noch ziemlich intakt. Die Farben sind lebendig. Das ist die erste Farbe, die ich gesehen habe, seit ich hier bin. Einfach wunderbar, Farben zu sehen. Okay, also dieser ganze Raum war voller Schutt. Das ist richtig. Was ist das für ein Raum und warum ist er so gut erhalten? Dies ist die Königliche Loge, ein privates Theater, das Herodes für sich selbst bauen ließ. Der Raum blickte auf das kürzlich ausgegrabene Theater. Es ist eine private königliche Loge, üppig dekoriert. Mit einem Fresko, einem Wandgemälde, das auf frischen Putz gemalt wurde. Die Bilder hier sind ziemlich detailliert. Dekoriert mit Fenstern, aber Sie können erkennen, dass es nur die Illusion von Fenstern ist, keine echten. Sind das Fensterläden? Besser gesagt, die Illusion von offenen Holzläden? Ich versuche, die Szene zu deuten. Ja, ich meine, es sieht aus wie eine Küstenszene oder ein See. Das ist richtig. Dies ist eine Meeresszene. Es gibt ein Boot am Horizont und eine Insel mit Bäumen. Warum wurden diese Gebäude letztendlich verschüttet? War es ein Erdbeben oder ein Erdrutsch? Was könnte eine solche Vernichtung verursachen? Gleichzeitig aber die Wände intakt lassen. Wir hoffen, dass unsere Technik die Daten liefert, um einen Schritt zurück in die Vergangenheit zu machen. Malcolm und das Team sind im Freskenraum und nehmen detaillierte Scans auf.
Hoffentlich können wir so klären, was vor 2000 Jahren geschah. Anschließend schicken Sie Ihre Daten dann ans technische Basislager. Könnten wir durch den Boden und durchs Theater scannen? Ja. Katie versucht es mit dem 3D-Laser. Willst du in den Freskenraum hineingehen? Ja. Das Dach des Freskenzimmers scheint zerschnitten, anstatt eingestürzt zu sein. In einem absichtlichen Winkel geschnitten. Wenn wir uns von diesem Raum wegbewegen, zeigen unsere Daten, dass es eine einzige Abbruchlinie gibt. Und die läuft den ganzen Berg hinauf. Die Scans bestätigen, was die Archäologen vermuten. Das Verschütten der Gebäude war kein Akt der Natur. Ein solcher Winkel in perfekter Linie zum Hang kann nur eines bedeuten. Das haben Menschen getan. Aber das Theater ist wunderschön. Der Freskenraum ist so perfekt erbaut. Was für eine Idee, ihn unter der Erde zu begraben. Ja. Es scheint einfach lächerlich. Das muss ein außergewöhnlicher Schritt gewesen sein. Wer war es, der das getan hat? Und warum? Bemerkenswerterweise deutet alles darauf hin, dass es König Herodes selbst war. Er war's, oder? Er hat diese prächtige Festung auf einem Berg errichten lassen, hat sein eigenes Theater geschaffen, hat all diese Räume gebaut und dann wirft er alles einfach weg, lässt es zuschütten. Zum Ende seines Lebens wollte Herodes etwas Prächtiges schaffen, ein großes Mausoleum. Herodium wurde zu einem perfekten Denkmal. Es ist eine bemerkenswerte Entdeckung und eine erstaunliche Theorie, die mit archäologischen Belegen untermauert wurde. König Herodes war besessen davon, dass sein Berg ein perfektes Denkmal für ihn sei. Er ließ sogar die luxuriösen Gebäude begraben, sodass nichts von der Pracht seines Mausoleums ablenken konnte. Es gibt viele Menschen, die einen Berg besteigen. Aber hier gibt es Menschen, die einen Berg erbauten. Den Auftrag dazu erhielten sie von Herodes. Eine verrückte Idee, aber sie haben es tatsächlich geschafft. Dank Wissen, Technik und Erfahrung. Und es hat 2000 Jahre überdauert. Für mich, der ich selbst Gebäude baue, begeistert mich die Idee, ein Erbe zu schaffen. Und was könnte ein besseres Erbe sein als das hier? Herodes war ein Genie der antiken Baukunst. Die Laserscanner und Steves Team haben seine erstaunlichen Leistungen gezeigt. Vom Brechen und Transportieren von 300 Tonnen schweren Steinen per Hand, um damit die riesigen Mauern des Tempelbergs zu erbauen. Jeder einzelne Stein ist perfekt. Sie sind perfekt verlegt. Um selbst die Landschaft zu verändern, um Berge aus dem Wüstensand zu schaffen. Sein Ehrgeiz und seine Visionen führten zu Schöpfungen, die einzigartig in der Architektur sind. Und schließlich haben die Timescanner mit ihrer Technik und Geschicklichkeit uns diese unglaublichen Kreationen in einem völlig neuen Licht sehen lassen. Wer hätte sonst auf solche Ideen kommen können? Ich kenne niemanden sonst auf der Erde, der einen Berg gebaut hat. Was wir jetzt verstanden haben, ist vor allem Herodes technisches Vermächtnis. Das hat nicht nur die Antike fasziniert, sondern hat Maßstäbe gesetzt, was möglich ist.